Hallo, hier ist Rolf von Tesla Owners US und wir haben hier heute Thomas wieder hier und er macht eine kleine Auffrischung an meinem Frau ihren Model S. Während wir nach Vancouver fliegen, er fährt uns auch freundlicherweise zum Flughafen. Er ist nämlich gleich in der Nähe vom Flughafen, ziemlich zentral gelegen hier mit seiner Werkstatt. Ja. Hinter uns steht ein weißer BMW, der bekommt eine Versiegelung für das Leder. Ne? Ja. Du machst ja einfach so Lederauffrischung, Lederversiegelung, Lederauffrischung und so weiter. Und die Vancouver-Story, da fahren wir von Vancouver runter nach Phoenix. Das ist eine andere Story, die kommt später. Und diese Story kommt jetzt. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for. Jetzt muss man natürlich auch mal wissen, warum sowas gemacht werden soll. So eine Auffrischung von diesem Zeug. Und zwar, Thomas wird uns das mal erzählen, warum das eigentlich gemacht werden soll und ob da auch Material drauf kommt und so weiter. Ja genau, also wie wir schon vor 1,5 Jahren ungefähr die Keramikversiegelung auf das Model S aufgetragen haben, empfehlenswert ist es, nach 1,5 Jahren zu dem ursprünglichen Detailer oder Aufbereiter wieder zurückzugehen, der die Keramikversiegelung aufgetragen hat, um der Versiegelung einfach eine Auffrischung zu geben. So einen längeren Schutz eigentlich. Ja. Aber es ist eigentlich genau der gleiche Schutz, nur bloß über den Zeitraum von 1,5 Jahren. Natürlich hat man ein bisschen Dreck angesammelt, der sich ein bisschen eingebettet hat in den Coating und natürlich auch hier und da mal einen kleinen Kratzer. Machst du da auch so eine kleine Politur drauf oder sowas? Und sowas? Da wollte ich gerade drauf hin. Ja, genau. Ja, dann hat man da natürlich die Möglichkeit, das teilweise auszupolieren, weil die Kratzer in dem Coating drin sind, nicht in dem Lack selbst. Das ist gut. Und dann wird einfach das Ceramic Coating oder die Keramikversiegelung wieder aufgetragen. Genau. Klasse. Und das wird so ungefähr eine Woche, ein bisschen länger dauern. Wir lassen einfach den Wagen hier. Thomas fährt uns jetzt zum Flughafen, wo wir dann eine kleine Tour machen. Und er nimmt dann den Wagen zuerst, wohnt gleich in der Nähe vom Flughafen. Das ist sehr praktisch. Und wir kommen dann wieder hierher. Er arbeitet dort. Er wohnt nicht da. Naja, also seine Arbeitsstätte. Ja. Wo du wohnst, ist auch in der Nähe vom Flughafen, oder? Ja. Ja, ziemlich nah dran. Also er ist ziemlich zentral gelegen. Das ist gut für ihn, hat er sich auch diese Werkstatt dafür ausgesucht. Da kommen auch manchmal sogar Kollegen vorbei, die wollen ihr Auto hier machen. Oder Leute mieten sich seine Werkstatt für was anderes. Ne? Ja. Ja, genau. Und ja, klar. Und wenn er so lieb ist, kann er sogar das Auto anschließen, damit er... Macht er. Ja, macht er. Und er hat nämlich gerade hier 14-50, also er hat gerade hier Anschlüsse 240 Volt. Ja, Starkstrom. Starkstrom, ja, also oder 240 Volt. Amerikanischer Starkstrom. Ja. Okay, und dann wollen wir sehen, wie das denn aussieht, wenn wir ihn wieder entgegennehmen. Also bis dann. Also, da sind wir wieder und zwar nach ein paar Tagen, während wir durch Amerika gedüst sind, hat freundlicherweise Thomas was am Auto gemacht. Und zwar, da war ein Refresh fällig. Und Thomas erklärt einmal, wie er das gemacht hat in dem Refresh. Das ist jetzt nicht der Preis, als wenn man das ganz neu macht. Ist das richtig? Genau. Aber es sieht genauso neu aus. Ja? So, erklär mal ein bisschen, wie das denn mit dem Refresh so funktioniert. Genau. Also die Voraussetzung ist, dass man bei uns, also bei mir im Shop, die Keramikversiegelung ursprünglich gemacht hat. Genau. Die ganze Logik hinter diesem Paket ist, es ist mehr ein Maintenance. Genau, also mehr Instandhaltung. Instandhaltung, genau. Genau. Ja. Es ist mehr eine Instandhaltung von der Keramikversiegelung selbst, was an dem Auto drauf ist. Was macht denn der Thomas sonst noch? Und zwar, er macht auch noch Lederbearbeitung, Lederreinigung und Bearbeitung. Ist das richtig? Ja? Ist mehr Lederbearbeitung. Lederreinigung. Lederreinigung, naja, ich sage, wenn man da ein Mittel drauf macht. Kannst du das mal so ein bisschen kurz erklären, was zu der Lederreinigung gehört, wie man das so macht? Ja, natürlich gibt es spezielle Lederreinigungsmittel. Mhm. Man sollte nicht unbedingt die Seife oder die Waschmittelseife nehmen ja. Aus der Küche, weil das einfach viel zu
harsch, viel zu grob ist, viel ja. Viel zu aggressiv. Ja. Der pH-Wert der Seife würde einfach das Leder zu sehr austrocknen. Auf jeden Fall, also das Leder wird hier tiefengereinigt mit einer Bürste. Dann wird einfach man wartet einfach, bis der Dreck aus den Poren langsam nach oben steigt. Ja. Dann wird das alles mit einem warmwassergetränkten Mikrofasertuch alles abgewischt. Man wartet, bis das austrocknet, und dann gibt es den Leder-Conditioner. Leder-Conditioner. Und der macht das Leder wieder etwas weicher. Genau, ne? Man lässt das einfach, man braucht halt diesen, wenn das Leder ziemlich trocken ist, müsste man oder sollte man die einzelnen Schritte befolgen. Nicht einen Reiniger und Conditioner in einem kaufen. Ja. Weil diese Produkte sind mehr so ein Wischiwaschi. Also man nicht halbe, sondern nicht ganzes. Genau. Man sollte da wirklich das Leder tiefenreinigen, damit man auch garantiert, dass der Conditioner direkt aufs Leder draufkommt und angesogen wird. Ja, und dann einfach wieder einfach alles sauber machen. Sieht klasse aus und ist auch so schön matt. Ne? Du hast gesagt, das muss matt sein. Ja, Leder sollte eigentlich so aussehen. Es sollte so einen matten Schein haben, wie man das ja auch ganz gut am Lenkrad sieht. Ja. Und Ja. Das ist das Geheimnis um das Leder halt. Und da akzeptieren wir auch mal ein iX5 Hybrid. Ja. Das macht dann BMW X5e. Ja. Also die Hybrid. So ein Plug-in-Hybrid ist das, ne? Half Electric. Ja. Okay. Ja, klasse. Ja. Dann bedanken wir uns erstmal. Der Hintergrund ist, das Auto kommt hier rein. Es wird von Hand gewaschen natürlich. Ja. Tiefengereinigt. Abgetrocknet mit Luft wird man hier die ganzen Wasserreste aus den Ritzen rausdrücken. Weil wenn man halt aufpoliert oder die Keramikversiegelung aufs Auto drauf tut, muss das Auto eigentlich staubtrocken sein. Ja. Dann wird das ganze Auto mit Alkohol oder Isopropylalkohol. Ja, genau, das ist Alkohol. Abgewischt, 70%, falls sich jemand. Das Auto wird nochmal betrunken gemacht. Genau, also mit 70% Alkohol. Und dann hat man eigentlich die nackte Oberfläche, in Anführungsstrichen. Die nackte Oberfläche. Ja. Danach kann man beurteilen, ob wie der Wagen aufpoliert werden muss. In dem Fall mussten wir aufpolieren, weil wir hatten halt ein paar kleine Kratzer drin, die natürlich in der Keramikversiegelung selbst drin sind und nicht im Lack. Das ist gut. Deswegen ist haben wir die Keramikversiegelung drauf gemacht, damit das halt ein bisschen Widerstand hat. Zwischenzeit blende ich auch mal ein paar Bilder ein vom ganzen Auto. Und dann haben wir das ganze Auto aufpoliert. Ein kleines bisschen von der Keramikversiegelung Beschichtung runtergenommen. Ja. Anschließend haben wir nochmal mit Alkohol sauber gemacht, damit wir die ganzen Politoröle vom Auto runterbekommen. Und dann haben wir nochmal eine frische Schicht Keramikversiegelung drauf gemacht. Also du bist jetzt quasi wieder von, ich glaube, wir hatten das vor 1,5 Jahren aufgetragen. Jetzt so eineinhalb, zwei Jahre so. Jetzt ungefähr. Bist du wieder quasi bei null. Genau. Wie neu. So, und dann hast du noch was ganz Spezielles gemacht. Genau. Und das ist das mit dem Foto, was ich da eingeblendet habe. Genau. Das ist diese, er hat gesagt, er hat eine spezielle Folie. Genau. Und da gehen wir mal hin. Genau. Viele Leute wissen, dass es die Steinschlagschutzfolie gibt, die vorne aufs Auto aufgetragen wird, um einfach sicher zu gehen, dass der Wagen von Steinschlägen geschützt ist. Jetzt gibt es natürlich, in den letzten 2 Jahren ist die Technologie so weit vorangesprungen, dass wir bereit sind, die Steinschlagschutzfolie mit einem Unterlage quasi. Kein Carbon-Unterlage zu machen. Genau, man hat natürlich gleichzeitig den gleichen Schutz, weil der Film vorne ist ja für ungefähr 10 Jahre gut. Ja. Genau das gleiche haben wir auch hier. Für den Film. Und der Wagen ist jetzt 8 Jahre, der wird jetzt 9 Jahre alt. Ja, und der Wagen hat der Heckspoiler hat immer Probleme gemacht. Also der wurde immer so ausgedorrt, Risse drinne und all sowas. Und jetzt habe ich gesagt, was hast du dagegen? Was hast du dafür? Na, man könnte das alles runterschleifen, neu lackieren, all so ein Zeug. Mhm. Aber er hat gesagt, ich habe was Besseres. Ich habe eine Schutzfolie mit zur gleichen Zeit Carbon. Ja, und jetzt wahrscheinlich auch, in dem Fall wäre es auch wahrscheinlich ein bisschen günstiger, als wenn man die ganzen
Flügel abnehmen muss, einen neuen kaufen muss, wieder dran kleben muss. Und dann wahrscheinlich wieder nach 2, 3 Jahren hat man wieder genau das gleiche Problem. Genau. Und so, jetzt lasst euch da nicht um diese kleinen Bubbles zerstören, die ziehen sich raus. Genau. Bei dem. Und so hat der ganze Spoiler wieder einen super Carbon-Look. Eigentlich, ich würde mal sagen, besser als im Original. Ja? Er sieht nämlich richtig schick aus. Und der Vorteil daran ist, man kann das noch mit mehr Teilen machen. Ne? Genau, wenn man jetzt den Rear Diffuser hier unten, das Teil, wenn man das auch noch mit Carbon-Look haben möchte, genau, dann könnte man den Schutzfolie und einen Carbon-Look drauf haben. Genau. Oder vorne im Bereich der Front, das möchte man auch mit Carbon haben, wenn es da so ein paar Carbon-Spezialisten geht oder die Spiegel in Carbon. Ja, wir waren eigentlich daran überlegen, ob wir dir wirklich die Spiegel auch machen. So als kleine Überraschung, aber wir sind leider zeitlich nein, das ist in Ordnung. Da muss ich auch, das ist meine Frau, ihr Auto, da muss ich ja erstmal fragen, ob wir das Wort haben will. Um Erlaubnis fragen. Denn, weil da hinten ist ja in Ordnung, der hat ja schon eh immer Carbon gehabt. Genau. Aber ich sage, wenn ihr, sie ist nicht sogar der große Carbon-Fan. Also. So, wenn ich sage, wenn dir das gefällt, dann können wir das auch woanders machen. Aber ich habe ja noch einen Roadster und da gibt es eigentlich Carbon-Teile, die sind unheimlich teuer. Mhm. Und wenn ich dann stattdessen die Carbonfolie drauf mache, es gibt ja eine Carbon-Innenausstattung, die Teile dazu, die du kaufen kannst, sind echt teuer. Also da muss man aber auch sagen, den Film, ja, der ist nicht nur für das Exterieur, das kann man auch... Den kann man aus Internet, im Interior kannst du auch benutzen. Ja. Ja. Oder hier, in dem Bereich der untere Frontspoiler. Genau, da kann man auch hier auch was, an der Lippe hier auch was in Carbon machen oder so. Den Abschnitt könnte man zum Beispiel Carbon machen. Ja? Das wäre echt gut. Man könnte den Teil hier vom Flügel könnte man machen. Genau, da ist ja eigentlich auch Folie drauf. Und da sind auch ab und zu mal Macken hier. Ja. Und den könnte man auch in Carbon machen. Ja, ey, das ist klasse. Sieht gut aus. Ja. Und wir bedanken uns mal dabei bei Thomas, dass er das wieder so gut hingekriegt hat. Und er ist immer, hält sich auf dem Laufen. Auf dem Laufen mit der Folie. Das ist eigentlich noch fast in... Das kann man fast sagen, das ist noch in der Entwicklungsphase. Fast noch in der Entwicklungsphase. Aber er arbeitet hier mit einer Firma zusammen, die hier produziert. Und wir wollten das mal ausprobieren. Ich bin immer einer, der das immer gerne ausprobiert nochmal. Der neu an der Technik dran bleibt und du auch gerne. Ja, natürlich, man muss dranbleiben. Hat da so ein paar dumme Kunden gefunden, die das machen. Naja, und das machen wir gerne. Und wenn ihr das mal gefällt oder... das Carbon hier aufzutragen oder auf die Flügel oder auf die Türgriffe oder sonst irgendwas, kann man das auch machen. Okay, wenn euch das gefallen hat, natürlich abonnieren, kostet nichts und Daumen nach oben. Ne? So, und wir erwarten irgendwann das nächste Mal den Thomas und dann haben wir wieder irgendwas Schönes zu schauen. Ne? Bis dann, ciao, ciao.